1975. 1975 bin ich im Englischunterricht ins Sprachlabor geschickt worden. Ich weiß nicht, welche Erwartungen die Instruktoren hatten. Für mich war es ein Albtraum. 1985. 1985 habe ich den PC als bessere Schreibmaschine entdeckt und war begeistert von Copy and Paste und so weiter, noch mit Word für DOS. 1988. Das war für mich der erste Kontakt mit dem Usenet gewesen, also mit den NetNews, was die Möglichkeit gab, sich durch den eisernen Vorhang hinweg zu Programmierfragen und Elektronikfragen direkt mit Experten in Kalifornien auszutauschen. Es war der Start der großen Begeisterung, dass ab jetzt alles möglich sein könnte. 1995. 1995 habe ich mein zweites Staatsexamen gemacht und ich hatte eine Freundin, die im Englischunterricht ihre Examensarbeit geschrieben hat zu einem Mailkontakt zwischen einer Schule im beschaulichen Westfalen und einer Schule in New York. Und jeder Schüler konnte zwei Mails schreiben und hat auch zwei Mails empfangen und daraus wurde dann eine 50-seitige Examensarbeit und aus heutiger Sicht unglaublich, was für ein Erlösungsglaube dahinter steckte, dass darüber der Weltfriede herstellbar ist. 1996. In dem Jahr habe ich eine CD-ROM für den Botanischen Garten an der Uni in Lüneburg mitentwickelt, die allerdings sehr viel Spaß gemacht hat. Wir waren noch in Bulgarien, haben Filmaufnahmen gemacht. Das Problem ist, die CD ist nie fertig geworden, da die Entwicklung sehr aufwendig war. Der Videoschnitt dauerte zu den Zeiten noch ewig. Die Programmierung war sehr aufwendig. Und wenn ich denke, was heutzutage alles mit Software möglich ist, wäre es damals wahrscheinlich wesentlich schneller fertig gewesen. 1999. Da habe ich ein Online-Seminar gemacht. Das war mein zweites zu der Zeit schon, aber das war mit der Universität von London gemeinsam. Und ich habe damals dann, als der Kurs fertig war, die Hoffnung gehabt, dass sich das schnell durchsetzt, weil ich fand es extrem spannend, einen internationalen Austausch zu haben über Fachthemen. Und ich fand es auch in Englisch ganz schön, mal irgendwie einen Kurs zu machen. Das war mal was ganz anderes. 2002. Das war der große Boom vom E-Learning. Man dachte, alle Lerninhalte lassen sich in Zukunft elektronisch vermitteln. Das war für mich dieses Beispiel auch der elektronischen Vorschule zum Englischlernen, die sowohl als CD-ROM als auch Website komplett lief und sich damals schon an die Vorschüler gerichtet hat mit tatsächlich Inhalten. 2006. 2006 habe ich eine Blog-Software dazu benutzt, institutionsübergreifend mit Kollegen in sozialer Arbeit zu kooperieren. Das hat funktioniert, weil viele Freiberufler beteiligt waren. Der Irrweg oder die Enttäuschung ist oder war folgende: Institutionen wie Schulen, Jugendämter und so weiter sind nicht so schnell dazu zu bewegen, sich auf sowas einzulassen. 2007. Das waren meine ersten Erfahrungen mit dem Social Learning im Web 2.0. Da haben wir Blogs benutzt als Lerntagebuch innerhalb eines Moodle-Kurses, der hieß Multimedia-Führerschein, war damals vom Goethe-Institut angeboten worden. Also nicht meine allerersten E-Learning-Erfahrungen, aber die ersten guten. Und da habe ich natürlich noch keine Ahnung gehabt, was das alles für mich persönlich so später bedeuten sollte, aber das waren im Grunde die Anfänge meines Social Learnings. 2013. 2013 habe ich an einem MOOC teilgenommen, einem Massive Open Online Kurs der Uni Mainz zum Thema Was sind gute Apps für Kinder? Und wir haben online zusammen entwickelt, etwa 250 Medienpädagogen, Kriterien. Anschließend anhand dieser Kriterien etwa 70 Apps untersucht und die Ergebnisse in einem Wiki festgehalten. 2013. Seit September 2013 gibt es den edchat.de, einen wöchentlichen Twitter-Chat für Lehrende. Das war für mich so eine riesen Offenbarung, Erleichterung. Vorher war ich allein an der Schule, die sich mit digitalem Lernen beschäftigt hat.
und neuen Medien. Und plötzlich habe ich über diesen Twitter-Chat ganz viele Lehrer und Lehrerinnen online kennengelernt. Daraus entwickelt sich dann häufig auch noch, wenn man dann in der jeweiligen Stadt ist, dass man die Leute persönlich trifft. 2015. Das war für mich das Jahr, was mit Twitter gestartet ist und eben mein Personal Learning Environment bildet. Seitdem, den Begriff gibt es natürlich schon länger, aber das ist für mich der entscheidende Vorsprung gewesen, um mich in den digitalen Medien weiter auszubilden, zu vernetzen und von den anderen Lehrern zu profitieren, natürlich selber auch zurückzugeben, den Sharing-Gedanken voranzutreiben und zu erkennen, man lernt natürlich nie aus.